Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich bin total kreativ gewesen und habe sehr viel vorbereitet, um euch jetzt dieses professionelle super Video zu liefern. Nein, ich habe momentan sehr wenig Zeit, aber ich hatte Lust, ein Video zu drehen. Deswegen mache ich das, was glaube ich viele machen. Ich mache ein einfaches Vlog, wo ich einfach ein bisschen quatsche. Alles Mögliche, auch filmspezifisch, auch einen kleinen Rant, was ja momentan total angesagt ist. Ich reg mich auf wie so ein Berserker. Na, nicht wirklich, aber was ist eine Sache, die mich ärgert, was Filme betrifft. Und ja, ein bisschen Privates. Ja, was man halt in so einem Vlog macht. Und ja, ich fange gleich an mit dem traurigsten Thema. Ich habe das auf Facebook auch schon vor einem Monat oder so bekannt gegeben. Mich hat, oder unsere Familie hat einen Schicksalsschlag ereignet, und zwar unser geliebter Hund Cooper, den ihr vielleicht noch kennt aus den ein oder anderen Videos. Ich blende hier bestimmt irgendwas ein, auch aus der ein oder anderen Horrormythe. Ja, unser guter Cooper, den musste mir leider einschläfern, kurz vor seinem 10. Lebensjahr. Er hatte eine Erbkrankheit, die mit 7 Jahren ausgebrochen ist, die epileptische Anfälle ausgelöst hat, und mit der konnten wir eigentlich ganz gut leben, also mit Medikamenten. Er musste jeden Tag eine Pille nehmen mit seinem Futter und hatte man ganz gut im Griff, aber diese Krankheit ist tückisch, nicht heilbar und mit fortschreitendem Alter leider immer schlimmer werdend, und in dem Fall war es dann Ende Januar so weit, das kam dann aber doch sehr überraschend, dass sein Zustand sehr schnell sehr schlecht wurde und wir ihn leider einschläfern mussten, um ihn von seinem Leid zu erlösen. Und das war, jeder, der ein Haustier, ein Hund oder eine Katze oder was auch immer, schon mal zum Tierarzt musste, um sein geliebtes Haustier einschläfern zu lassen, weiß das. Das ist einfach furchtbar, unfassbar. Aber ich möchte ihn auch hier nochmal ehren natürlich. Er war 10 Jahre lang, auch wenn er nicht ganz 10 wurde. Meine Mutter hat ihn damals bekommen, mit 8 Wochen, vom Züchter, ja, Beagle, reinrassig. Ich rate ab, reinrassige Hunde von Züchtern zu kaufen, einfach weil Erbkrankheiten leider da sehr verbreitet sind. Egal, meine Mutter, es war ein Wunschhund von meiner Mutter, und die hat sie sich geholt, kam in unseren Haushalt, und ja, meine Mutter ist 2 Jahre später gestorben und ich habe den guten Cooper dann übernommen. Und ja, er hat mir sehr, sehr geholfen, A, mit dem Tod meiner Mutter umzugehen. Generell im Leben war er natürlich immer mein treuer Begleiter, wo ich meine Frau kennengelernt habe, und mit meinem Sohn hat er sich gut verstanden. Und ach, er war einfach eine treue Seele, er war nicht der Älteste, so wie ich, und verfressen wie die Sau, so wie ich. Aber ich kann nur Gutes über Cooper sagen, er war einfach, ja, er war immer da, er war immer treu, er war immer, ja, war mein Freund, und es war sehr schwer, und ja, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer. Wir haben jetzt nicht vor, unseren neuen Hund zu kaufen, wir haben ja noch 2 gesunde Katzen, die hier sind, und ja, die Wohnung ist sehr leise geworden, obwohl wir einen 3-jährigen Sohn haben, aber trotzdem ist sie leiser geworden. Ja, Cooper, das ist wirklich scheiße, aber so ist das Leben. Ja. Ja, und dann kommen wir zu dem Rant, wo ich jetzt rante. Scheiße. Ich habe mir extra dieses Blair Witch Shirt angezogen. Das Einzige, was ich habe von Blair Witch, egal. Ja. Viele von euch in der Film-Community oder in der Filmsammler-Community, was weiß ich, viele von euch, ja, sammeln ja auch besondere Editionen und bla bla bla. Da bin ich kein großer Fan von, habe ich ja schon oft kommuniziert. Ich habe hier hinten vielleicht 10 Mediabooks, keine Ahnung. Aber manchmal freue ich mich natürlich auf eine Veröffentlichung. Und so war es auch mit, natürlich, mit der Blair Witch Box, Piece of Art Box von Birnenblatt, dem Label. Ich kenne mich mit Labels nicht sonderlich aus. Ich habe ja nicht sonderlich viele Sondereditionen. Mein liebstes Label kann ich mit Abstand sagen, und ich werde nicht gesponsert. Jetzt habe ich den Namen auch vergessen. Nein, natürlich Wicked Vision. Einfach nur, weil die ganz tolle Filme rausbringen, die ich schon so lange auf meiner Wunschliste hatte, die out of print waren oder es keinen deutschen Release gab. Wie, habe ich jetzt schon öfters erwähnt hier, Der Mann, der lacht, Augen ohne Gesicht, The Iron Rose und noch viele mehr. Einfach ein tolles Label, darum geht es nicht. Birnenblatt
hatte diese Piece of Artbox angeguckt mit einem wirklich tollen Artwork und ich habe natürlich Blair Witch schon auf Blu-ray und in allen möglichen Varianten, aber ich sammle natürlich Sachen von Blair Witch und da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe es gar nicht direkt mitbekommen, weil ich Labels nicht folge. Ich glaube, ein lieber Kommentator hat das hier irgendwo im Video mir geschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Und exklusive Saturn und Mediabook, exklusive Saturn und Mediamarkt wollte ich natürlich direkt vorbestellen, war schon nicht mehr möglich. Hieß dann auch, Produkt verschoben auf unbestimmte Zeit. So, dann habe ich das natürlich im Auge gehabt und habe immer mal wieder geguckt. Monatelang, wirklich, oder war es ein Jahr, immer mal wieder geguckt, ist jetzt ein Release-Date, kann ich es beim Mediamarkt zumindest mal vorbestellen? Nein, nicht möglich. Dann muss es aber wohl irgendwann, natürlich ist mein Fehler, weil ich nicht 24 Stunden am PC gehockt habe, Leute dieses Produkt vorbestellen. Also man konnte es wohl irgendwann vorbestellen, das habe ich verpasst. Ja. Und jetzt wurde es dann wohl auch immer verschoben vom Birnenblatt. Auf der Facebook-Seite kann man das alles verfolgen. Und jetzt kam wohl ein Schwung raus von 500 Stück. Es war auch auf 500 Stück limitiert. Da waren übrigens alle drei Blair Witch-Teile. Und der zweite Teil auf Blu-ray, den habe ich tatsächlich noch nicht auf Blu-ray. Ich weiß auch, dass es den mittlerweile als Einzelveröffentlichung gibt. Aber wie gesagt, ich hätte gerne einfach die Box gehabt, weil das Artwork ist scheißegal. Egal. Auf jeden Fall kamen die dann raus. Ich hatte natürlich keine Gelegenheit, noch irgendwo was vorzubestellen. Null Chancen und dann natürlich der Lauf der Dinge, was mich ankotzt. Klar, Angebot und Nachfrage, aber echt, ey, das kotzt einen an. Direkt auf eBay 80 Euro, 90 Euro. Originalpreis war 39,99. Das ist okay für drei Filme in guter Qualität. Und ich glaube sogar Blair Witch 2 war das erste Mal überhaupt auf Blu-ray in einer schönen Edition. Das ist okay gewesen und natürlich dann die Händler, Reseller, was auch immer, oder auch getarnt als Sammelauflösung, hier, ich bin ein Sammler, ich löse meine Sammlung auf, hier ist das Blair Witch Ding und dann verkauft und zwei Wochen später derselbe Seller wieder Sammelauflösung, ich habe es auf einmal wieder, wow, na klar, hast du deine Sammlung gerade aufgelöst. Das ist einfach frustrierend und jetzt wurde wohl dann vom Birnenblatt nochmal 500 Stück angekündigt. Aber dasselbe Spiel, man weiß nicht wann, ich kann es nicht vorbestellen bei Mediamarkt, bei Saturn oder sonst wie. Birnenblatt ist da wohl nicht sonderlich transparent, beziehungsweise scheint es ein One-Man-Label zu sein und da kriegt es wohl leider nicht hin. Tut mir leid, es ist scheiße, aber dann mache ich halt kein Label, dann führe ich so ein Label nicht und kündige sowas an. Es ist einfach frustrierend und es macht mir halt auch dann keinen Spaß, so Sachen zu sammeln. Ich bin jetzt mittlerweile auf dem Standpunkt, ich würde niemals mehr als, sagen wir mal, 5 oder 10 Euro mehr ausgeben auf eBay. Ich würde niemals 80, 90 dafür ausgeben, auch wenn ich es wirklich gerne hätte. Sorry, das ist meine Grenze. Das möchte ich nicht. Und da ich das nicht einsehe und es scheinbar normal nicht bekomme, habe ich mich halt davon in meinem Kopf schon verabschiedet. Ich werde die Piece of Art Box nicht bekommen. Der neueste Stand, den ich gesehen habe auf Facebook, ist, dass es wohl jetzt angekündigt ist zum Vorbestellen für Kalenderwoche 17 oder ist es schon die Auslieferung? Ich weiß es nicht. Die ist ja bald, ich werde mal gucken, aber ich habe keine Hoffnung mehr, dass ich dieses Teil irgendwann in den Händen halten kann. Und diese ganze Politik von Mediabooks direkt am Veröffentlichungstag musst du sofort um 8 Uhr sie vorbestellen, sonst sind sie weg und bla bla bla. Das macht keinen Spaß. Auch ein Grund, warum ich keine Steelbooks, Mediabooks und Co. sammle. Das ist einfach bescheuert und das hat mich wirklich sehr gefrustet. Das hat sich für mich erledigt und ja, also, und apropos Labels und Film-Community. Die Film-Community ist ja schon immer eine sehr spezielle Community gewesen, aber was wieder momentan alles los ist. Ich meine, ich verfolge so gut wie nichts mehr. Ich habe auch fast überhaupt keinen Kontakt mehr mit irgendjemandem groß. Aber momentan ist der neueste Schwanzvergleich wohl nicht mehr, wie viele Mediabooks ich habe oder wie viele Filme ich in einem Wochenupdate vorstellen kann, sondern schaut her, wie viele Label mich bemustern und dann wird kritisiert, dass diese Leute dann ihre Produkte, die sie von dem Label gestellt bekommen haben, nicht mehr kritisch genug vorstellen. Und dann gibt es da Reactions-Videos und es ist generell einfach nur peinlich. Ich habe manchmal das Gefühl, die Film-Community ist ein großer
Schulhof, wo sich alle anpissen und Neidhammel und gemobbt wird und ist einfach sehr speziell. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin auch nicht besser, ich will mich da nicht rausstellen. Ich habe bestimmt auch schon einige Videos gemacht, wo ich geprahlt habe mit irgendwas, bewusst, unbewusst oder sonst was. Oder Videos rausgehauen habe mit falschen Informationen, weil ich nicht richtig recherchiert habe oder sonst was. Aber das momentan der Neid und die Aggressivität in der Community mit Reactions-Videos, mit Fehlinformationen, mit schlechten Videos, mit ach was weiß ich, die ist momentan, ich würde sagen, auf einem All-Time-High. Eieiei, aber das ist egal. Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar ein persönliches, worauf ich mich sehr freue, was ich auch ein bisschen dann in den Kanal einfließen lassen möchte, wo ich auch ganz aufgeregt bin, und zwar, ich glaube, ich hatte es in irgendeinem Video schon mal erwähnt, dass ich und meine Frau oder ein guter Freund von mir Ende des Jahres eine größere Reise planen. Und zwar zu meinem absoluten Lieblings, in meiner absoluten Lieblingsstadt, die ich schon immer besuchen wollte, seit ich denken kann. Los Angeles. Ja, wir fliegen da nächstes Jahr. Im Oktober, Anfang Oktober, für 10 Tage hin. Und ich bin momentan am Planen und gucken. Ich will natürlich sehr, 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 sehr viele Drehort-Locations besuchen. Von verschiedensten Serien, Horrorfilmen und was weiß ich alles. Da habe ich eine eigene Liste. Und ich bin sehr aufgeregt und plane momentan viel. Für die Leute, die vielleicht schon mal in L.A. waren, habt ihr einen ultimativen Tipp, was man kulturell oder filmisch natürlich auch sehen möchte. Also momentan habe ich wirklich vieles geplant. Wir planen auch, das war mir ganz wichtig, wir machen einen Roadtrip nach Las Vegas. Das wollte ich auch schon mein ganzes Leben lang machen. Wir fahren einen Tag von Los Angeles los nach Las Vegas. Ist ungefähr schätzungsweise 5 Stunden Fahrt mit dem Mietauto und bleiben dann da eine Nacht im Excalibur. Jesus Christ. Und das ist gar nicht so teuer, wie sie anhört. Also, glaube ich, $60 die Nacht. Und fahren dann am nächsten Tag zurück. Ich weiß, ein Tag Las Vegas ist natürlich viel zu wenig, aber ich allein dieser Roadtrip dahin, Alter, was auf dem Weg liegt. Da gibt es eine Geisterstadt, da kann man das Bonnie und Clyde Auto in einem Casino sehen auf dem Weg zwischen L.A. und Las Vegas. Krasse Scheiße. Da habe ich vor einige Videos natürlich zu drehen. Ich werde wahrscheinlich nur filmen. Gott sei Dank, ich hoffe, ich sehe irgendwas von der Stadt und filme nicht die ganze Zeit. Aber da will ich vielleicht 2-3 separate Videos, Travel Vlogs machen, wo ich, was weiß ich, in dem einen zeige ich ein paar Drehlocations, im anderen die Stadt natürlich. Und wir haben ein ganz tolles Airbnb, hoffentlich nicht so eins wie in Barbarian, und zwar in dem Stadtteil Los Feliz, und zwar direkt unter dem Griffith Observatorium, fast in den Hollywood Hills, eine Gegend, ich glaube nur 2 Blöcke von Beverly Hills entfernt und auch zu einem echt humanen Preis. Ich habe auf einer Real Estate Seite, also auf Immobilienseite geguckt, das Haus, in dem wir wohnen, kostet $3 Millionen. What the fuck? Also dekadenter geht's nicht. Allein da die Gegend, das ist unfassbar. Auf jeden Fall, wenn ihr Tipps habt und schon mal vielleicht in L.A. war, was man so alles machen kann, dann gerne in die Kommentare. Ich möchte natürlich, wir machen natürlich Standardsachen, wie wir gehen in die Paramount Studios, machen da eine Tour. Wir gehen, glaube ich, was, Warner Brothers Tour mit dem Theme Park, wo das Hogwarts Schloss ist. Das haben wir gebucht. Und wie gesagt, wir haben ein Mietauto. Ich werde ganz viele Drehlocations, das Halloween House, Nightmare on Elm Street House, die Schule aus Buffy, meine Lieblingsserie, oder ganz verschiedene. Das Poltergeist Haus in Simi Valley will ich auch unbedingt sehen, auch wenn das 40 Minuten außerhalb ist. Ja, wir wollen natürlich einen Tag am Strand machen, und was sich bei mir und meiner Frau so eingebürgert hat, wenn wir in fremde Städte sind, gehen wir immer auf Friedhöfen. Und ich habe jetzt allein für den Trip 3 Friedhöfe geplant, weil natürlich in L.A. extrem viele Celebrities beerdigt sind. Und da werde ich makabererweise den einen oder anderen Besuch bei einem toten Promi machen. Marilyn Monroe fällt mir jetzt spontan ein. Und ach, was weiß ich. Hier, James Dio. Hier, Dio, Ronnie James Dio. Dio James Ronnie. Sorry, ich habe seinen Namen vergessen. Ronnie James Dio. Da bin ich sehr aufgeregt. Eine Sache steht natürlich noch, ob es jetzt
davon, dass ich pleite bin, danach im Weg. Und zwar der fast 13-Stunden-Flug. Ich leide hier unter Flugangst und das wird scheiße. Also da versuche ich mich jetzt schon Monate davor mental irgendwie vorzubereiten. Ich habe echt Angst. Wir sind ja 2019 nach New York geflogen. Das war ein 8-Stunden-Flug. Der war schon sehr anstrengend für mich. Sehr, sehr anstrengend. Oh, ich hasse Fliegen. Und das wird ja nochmal eine Nummer länger und dadurch wahrscheinlich für mich noch schlimmer. Mal schauen, wie ich das überstehe. Mentales Training. Ja. Das war's, glaube ich. Jetzt habe ich lang genug gesabbelt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Demnächst geht's weiter mit Rankings und was weiß ich. Wie gesagt, ich habe momentan nicht so viel Zeit, aber ich wollte mal wieder ein Video drehen. Und so ein Vlog finde ich auch immer ganz cool, weil es persönlicher ist und ja, einfach so halt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.